Seilkrananlage abbauen. Laufwagen über dem Lagerplatz klemmen. Förderhaken vom Zugseil abnehmen und dieses aus dem Wagen ziehen. Tragseil einlassen. Zugseil in der Spanngarnitur einziehen. Das Ende des Zugseils mittels einer Lasche und einem Schäkel sichern. Mit der Seilwinde das Tragseil etwas spannen, dass die Ankerklemme, Ausführung C, gelöst werden kann. Schäkel entfernen. Impulsschraube lösen. Keil der Ankerklemme, Ausführung C, mit Fäustel lösen. Zum Verhindern, dass sich der Keil wieder verklemmt, diesen in den vorgesehenen Gewindelöcher mit Schrauben sichern. Mit der Seilwinde das Tragseil entspannen. Beachte, Tragseil immer vollständig entspannen, bevor Zug- und Ankerklemme gelöst werden. Zug- und Ankerklemme komplett demontieren und zum Lagerplatz bringen. Stützen abbauen. Montagerollen anbringen. Zugseil am Tragseilsattel befestigen. Mit Hilfe der Seilwinde ein wenig anziehen, damit die Seilschlinge des Tragseilsattels an der Stütze gelöst werden kann.
Den Tragseilsattel langsam und vorsichtig absenken. Restliches Material demontieren und zurück zum Lagerplatz bringen. Tragseil aufrollen. Achtung! Das Tragseil darf am Berganker nie unter Spannung gelöst werden. Es wird mit der Seilwinde gesichert und langsam zurückgelassen.